weiß nicht, was ich noch hoffen würde, wenn ich nicht oder nichts glauben würde. Ich verstehe, dass viele Menschen glauben, dass irgendjemand über uns wacht. Und ehrlich gesagt, bei all dem Leid, das man so auf der Welt sieht, habe ich auch nichts dagegen, dass es vielleicht jemanden so gibt. Ja. Ich glaube natürlich, dass in uns Menschen viel Gutes, vielleicht auch Göttliches, Liebevolles angelegt ist, aber ich glaube auch an das Schlechte. Wer sieht in meiner Wohnung vielleicht, dass ich Jude bin? Und es ist schon häufig vorgekommen, dass ich mich unwohl gefühlt habe und Dinge versteckt habe. Du sollst nicht lügen, deinen Nächsten lieben. Damit sind wir eigentlich schon krass überfordert. Ich bin Stefan Ganz, geboren in Südthüringen. Ich bin weiß, männlich, heterosexuell und ich habe 3 Kinder. Und mit dieser Reihe möchte ich zeigen, wie vielfältig das Leben bei uns ist. Dafür treffe ich Menschen, die anders sind als ich. Ganz anders. Heute treffe ich Menschen mit einer anderen Religion. Wie oft bist du so in Kirchen? Jeden Sonntag natürlich. Pflichtgemäß. Wirklich? Pflichtgemäß. Echt jetzt? Nein. Aber wenn ich es einrichten kann, an einem Sonntag, gehe ich immer gerne in die Kirche. Ich sitze da gerne mit meiner Frau und wir plöken die Lieder mit. Aber dann freue ich mich auch über die Begegnung mit den Menschen. Aber ganz oft versinke ich auch ganz im Stillen in der Anonymität. Samuel Koch ist in einem evangelischen Elternhaus aufgewachsen. Ich dagegen bin in Ostdeutschland groß geworden, in einer Umgebung, in der Gott praktisch keine Rolle spielte. Das ist für mich kein leichtes Gespräch, weil ich mich mit Glauben und Gott nicht so wahnsinnig gut auskenne. Ich würde dennoch direkt mit der total komplizierten Frage anfangen wollen, woran glaubst du? Ja, ich glaube erstmal, so wie die meisten Menschen, quatsche einfach drauf los. Ja. Alles, was ich sehen kann. Naturphänomene, die uns umgeben, das muss man messen kann. Und der menschliche Körper, erst muss ich fast sagen, seit ich meinen nicht mehr bewegen kann, bin ich noch faszinierter darüber, was es alles braucht, dass er sich so bewegt, wie er sich bewegt und funktioniert. Ich glaube, dass dem auch was Kluges, Schönes, Intelligentes, Faszinierendes zugrunde liegen muss, dass es auch irgendwas gibt, das uns Leben geschenkt hat und Leben schenkt. Für mich auch ganz persönlich hätte all das hier keinen Sinn. Wir wären einfach nur ein komisches Blubbern, irgendwie so ein biochemischer Prozess, der kommt und geht und eigentlich für die Katz wäre. Ich glaube nicht. Also ich glaube nicht, dass da was ist, dass das organisiert, erschafft. Mhm. Und trotzdem bin ich ja kein Blubbern. Ich gebe ja meinen Kindern Liebe und meinen Mitmenschen. Und aber wozu? Weil ich die liebe. Mhm. Also nicht wegen Gott. Und was bringst? Weil die Liebe zurückgeben. Das aber ist die Liebe muss ja irgendwo ihren Anfang gehabt haben. Oder nicht? Vielleicht ist es was, was sich gegenseitig auftankt. Wenn ich Liebe gebe, kommt Liebe zurück. Aha. Ist so. Aber ich frage mich halt, wo der Anfang dieser Liebe gewesen ist und wohin das führen soll. Also weil aller Liebe ist in 70 Jahren auch dieses Liebe hin und her gegeben auch wieder vorbei. Aber dann ist auch gut. Ja. Dann bleibt die Liebe vielleicht ein bisschen. Ja, das ist sehr spannend. Ja. Gab es einen Punkt, an den du nicht geglaubt hast? Also, oder hast du schon immer geglaubt? Nee. Also ich verstehe meinen Glauben auch als eine Art Beziehung. Mhm. Und die ist so eine waschechte Beziehung. Mit Krisen und Krach. Mit Krisen und mal führt man mal eher so eine Fernbeziehung, dann führt man wieder eine sehr intime Beziehung und dann ist auch so ein Auf und Ab. Glauben ist vielfältig.
In Halle an der Saale blicken wir auf das jüdische Leben. Das machen wir mit Igor Matwiez. Er ist Mitglied der jüdischen Gemeinde und einer der wenigen, der hier offen über seine Religion spricht. Du bist Kulturjude, was bedeutet das denn? Naja, also es gibt so unter der jüdischen, in der jüdischen Jugendcommunity so ein paar Schlagworte. Also es gibt so die religiösen Juden, dann gibt es Kulturjuden, die halt sehr gerne halt die Feste mitmachen, höchstens. Okay. Ah, Feste nimmst du mit? Ja, nicht immer, aber da bin ich schon dabei. Also ich lebe sie nicht auf eine religiöse Art und Weise, aber die Bräuchtümer nehme ich mit. Also so ein bisschen wie ich, der auch Weihnachten feiert, obwohl er nicht an Gott glaubt. Genau. Wahrscheinlich. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr guter Vergleich. Ja. Also, Zweckverhältnis? Ja, es ist ein Zweckverhältnis. Das klingt total kühl. Ist es auch. Ich bin, was solche Dinge angeht, sehr rational denkend. Ich akzeptiere oder verstehe, dass viele Menschen dadurch Trost finden, dass sie glauben, dass irgendjemand über uns, auf uns, also über uns wacht. Ja. Und ehrlich gesagt, bei all dem Leid, das man so auf der Welt sieht, habe ich auch nichts dagegen, dass es vielleicht jemanden so gibt. Ja. Obwohl Igor Matwiez seine Religion sehr weltlich begreift, durchzieht sie seinen Alltag. Weil der jüdische Glauben auch Projektionsfläche für Hass ist. An welchem Punkt in deiner Wohnung würde ich erkennen, dass du Jude bist? Ich habe eine Menora zu Hause, also diesen Kerzenständer. Ja. Auch aus Kitschgründen, ehrlich gesagt. Aber schön, sieht's doch aus. Ja, genau. Aber das ist eine sehr, sehr schöne Frage, weil auch da kommt das Sicherheitsthema mit rein. Ja. Auch das ist etwas, was ich immer wieder bedenke, wenn ich zum Beispiel Leute habe zur Heizungsablese. Ach ja. Wer kommt da rein in meine Wohnung? Wer sieht in meiner Wohnung vielleicht, dass ich Jude bin? Und es ist schon häufig vorgekommen, dass ich mich unwohl gefühlt habe und Dinge versteckt habe davor. Weil du dachtest, da kommt jemand, der dir feindlich eingestellt ist, das als Schutzfunktion. Das ist krass. Klar. Aber normal für mich. Wenn wir in Halle an der Saale über Antisemitismus sprechen, müssen wir auch über den Anschlag von 2019 reden. An Yom Kippur, dem höchsten jüdischen Feiertag, wollte ein rechtsradikaler Attentäter schwer bewaffnet die Synagoge stürmen. Die Tür hielt stand und verhinderte ein Massaker. Opfer fand der Täter dann außerhalb der Synagoge. Wenn man halt sich diese Gemeinde hier in Halle anschaut, die ist sehr klein, ein bisschen zurückgezogen. Es gibt keine großen öffentlichen Feste. Ja. Und als allererstes habe ich natürlich an etwas Kleineres, in Anführungsstrichen gedacht, etwas Überschaubares. Ja. Und immer mehr gab es dann die Meldungen von Waffen, Explosionen, Verbarrikadierung. Und ich habe ziemlich schnell dem Gemeindevorsitzenden geschrieben und ihn gefragt, geht es dir gut, was höre ich da, was passiert? Und er hat nur kurz geantwortet, wir sind in Sicherheit. Das war auf jeden Fall ein Moment der Beruhigung für mich. Ja. Aber im Nachhinein kam ja auch raus, dass zwei Menschen umgebracht wurden vom Attentäter rund um die Synagoge herum. Dass weitere Menschen verletzt wurden, dass er doch Opfer gefunden hat. Nach dem Anschlag zeigten viele Menschen Solidarität. Mit Kerzen und Blumen wollten sie ein Zeichen gegen den Hass setzen. Das war ein sehr bewegendes Bild. Ja. Die Menschen haben gesungen, haben sich eingehakt. Die Mitglieder der Gemeinde haben etwas zu essen und zu trinken rausgetragen. Es war sehr schön. Und auch bis heute hält das an. Also sei es die Polizeipräsenz, sei es das Thema, das Reden über jüdisches Leben in Mitteldeutschland hat dadurch zugenommen. Aber, und das sage ich immer wieder einschränken, weil natürlich kann man diesen Bildausschnitt sich daran festhalten und sagen, wow, die Solidarität ist grenzenlos. Aber am Ende des Tages waren es ein paar tausend Menschen, was wirklich besonders ist, und den Menschen bin ich dankbar. Aber beispielsweise in Halle leben 240.000 Menschen. Also wenn die Nationalmannschaft nach einer gewonnenen WM hier durch die Stadt ziehen würde, würden mehr Menschen auf der Straße sein. Aber vielleicht kann gerade im Glauben eine Kraft stecken, die uns als Gesellschaft zusammenrücken lässt. Das besprechen wir mit Samuel Koch in Berlin. Er nimmt uns mit in das Kino Babylon,
denn hier werden mitten im Kinosaal regelmäßig Gottesdienste gefeiert. Du glaubst, viele glauben nicht mehr. Aus deiner Sicht, was könnte Glauben für die Gesellschaft tun? Das ist echt eine große Frage, ne? Ja, ja, tut mir leid. Ich weiß nicht, wie man Nicht-Glauben deuten soll. Also Nicht-Glauben ist in meiner Wahrnehmung, hört sich sehr trostlos an. Oh. Weil, also ich bin ein Glaubender, aber gleichzeitig auch ein Hoffender. Ja. Und bei mir ist das sehr nah miteinander verknüpft. Ich weiß nicht, was ich noch hoffen würde, wenn ich nicht oder nichts glauben würde. Wenn ich an gar nichts glauben würde, was soll ich dann? Ja, na, ich glaube schon auch an Dinge, an Fairness, an das Gute im Menschen dann irgendwie auch noch. Mhm. Nur eben halt nicht an Gott. Ja. Vielleicht ja auch noch nicht, keine Ahnung. Ja, ich glaube halt, das gehört sich jetzt ganz schön destruktiv an. Ja. Vielleicht sollte ich das nicht im On vor der Kamera sagen. Ich glaube halt natürlich, dass in uns Menschen viel Gutes, vielleicht auch Göttliches, Liebevolles angelegt ist, aber ich glaube auch an das Schlechte im Menschen. Und wenn ich mich draußen umschaue, haben wir seit Jahrtausenden einfach nicht gelernt, liebevoll, friedlich, fair, gerecht miteinander umzugehen. Im Gegenteil. Ja. Es ist ganz schön eklig da draußen. Das fällt mir fast der Glaube an das Schlechte im Menschen leichter. Ich möchte noch mal auf das facettenreiche Leben zurückkommen, die Diversität, die es überall gibt, das Leben ist bunt. Welche Rolle spielt da der Glaube? Weil ich ja auch wieder glaube, dass Menschen, die sehr glauben, vielleicht gar nicht so gelassen sind, wenn Leute andere Lebenseinstellungen haben, andere Sexualität, andere Herkunft, anderen Glauben. So wie ich den Gott der Bibel und Jesus verstehe, wie er gehandelt und gesprochen hat und wie ich die Bibel interpretiere, nichts, aber auch gar nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes. Und auch keine, natürlich gehört dazu auch keine Hautfarbe, keine sexuelle Neigung, keine Vorstrafen, nichts, aber auch gar nichts kann uns trennen. Ich weiß nicht, wie viele hunderte Male da steht, schafft jede Art von Unterdrückung ab, kämpft für Gerechtigkeit. Ganz klare Handlungsanweisung, die ich gerne befolge, für sinnvoll und gut erachte. Ich kann auch als Nichtgläubiger viel mit den 10 Geboten anfangen. Mhm. Schon. Du sollst nicht lügen, deinen Nächsten lieben. Und damit sind wir eigentlich schon krass überfordert, glaube ich, mit den 10 Geboten. Deswegen fand ich es auch erfrischend, dass dann laut der Bibel ein Jesus auf die Welt kommt und sagt, okay, das ist zu heftig für euch, das kriegt ihr nicht gebacken. Also lasst uns daraus 3 Gebote machen. Liebt Gott, liebt euren Nächsten wie euch selbst. Und daraus folgt dann alles Weitere, wenn man damit versucht, konsequent umzugehen. So ein Witz, den ich immer wieder erzähle, es gibt hier einen Straßenmusiker in Halle. Ja. Und der spielt eins seiner Lieblingslieder, ist die Melodie aus Schindlers Liste. Ei. Das heißt, also es klingt ja auch toll, es ist eine schöne Melodie, aber für mich ist es jedes Mal die Erinnerung an diesen Film. Und das heißt, ich laufe rum und denke, was für ein schöner sonniger Tag, gucke mir mal nicht die Stolpersteine an oder möchte mit dem Thema Antisemitismus nichts zu tun haben. Aber dann, weil er in sehr zentralen Plätzen spielt, höre ich dann halt diese Melodie. Ja. Und daher, es begleitet einen schon Tag ein, Tag aus. Auf der anderen Seite gibt es Aspekte der jüdischen Geschichte, für die sich Igor Matwiejez mehr Aufmerksamkeit wünscht. Er hat uns ganz bewusst in diese Straße mitgenommen. Hier hat er einmal gewohnt, in direkter Nachbarschaft zu einem Haus, in dem einer der größten Verbrecher des Naziregimes aufwuchs. Hier in der Gütchenstraße ist Reinhard Heydrich geboren. Und muss man, glaube ich, erklären, sagt nicht jedem etwas. Was in meinen Augen ein leichtes Teil des Problems ist natürlich auch, weil er war einer der Hauptorganisatoren des Holocausts. Wie wichtig ist es, dieses Erinnern hochzuhalten? Ich weiß nicht, gibt es da vielleicht ein Erinnerungsschild oder irgendetwas, was darauf hinweist? Leider gar nichts. Sollte es das geben? Ich finde schon. So ein Hinweis, dass auch die Geschichte der Täter. Das ist etwas, was wenig bekannt ist. Zumal auch er, finde ich, immer so ein Paradebeispiel ist, zu brechen mit dem Bild vom dummen Nazi,
der die Glatze mit dem Baseballschläger, sondern er wird beschrieben als, also ist ein Kind eines Musikschullehrers gewesen, aus gutem Hause. Ja, und hier aus Halle, wo aus dieser schönen Gegend, wo du lange gelebt hast dann. Genau. Wie begegnen dir die Menschen, wenn sie erfahren, dass du Jude bist? Man sieht es ja von außen nicht. Kommt da so eine Entschuldigungshaltung? Wir sind hier vom Tätervolk. Also es gibt eine Vielfalt an Reaktionen. Unter kurios fallen eigentlich so die meisten. Sie fangen an, mir zu erzählen, dass ich der erste Jude sei, den sie treffen. Auch das habe ich schon sehr, sehr häufig gehört. Und auch es gibt dann sehr extreme, also unangenehme Situationen, weil es gab zum Beispiel einen Menschen, der hat irgendwie, zwar im Rahmen einer Erinnerungsveranstaltung, über die Taten seines Vaters oder Vorfahrens gesprochen und hat dann zum Schluss seiner Ausführung ist er einfach auf mich zugekommen und hat gesagt, es tut mir leid, mit Tränen im Auge und hat mich umarmt. Und ich dachte mir in dem Moment, also ich habe mit dem Holocaust nicht direkt was zu tun. Ja. Ich war da nicht mehr ein Mensch, kein Individuum mehr, sondern ich war stellvertretend für alle Jüdinnen und Juden und am besten auch noch für alle Jüdinnen und Juden, die damals im Holocaust ums Leben gekommen sind. Und ja, da fühlte ich mich schon unwohl in der Rolle. Wobei es doch in deinem Sinne sein müsste, wenn man versucht, empathisch zu sein und sagt, ich habe mich damit auseinandergesetzt. Ja, Empathie ist wichtig, aber wir reden ja von einer bestimmten Diskriminierungsform. Wir reden von der Herabwürdigung von Jüdinnen und Juden weltweit. Ja. Und Antisemitismus, worunter das als Oberbegriff läuft, ist eher eine systematische Frage. Und es ist nicht damit getan, dass jemand sich bei mir irgendwie persönlich entschuldigt, für was denn genau, sondern dass Menschen ihr Verhalten reflektieren gegenüber Jüdinnen und Juden oder auch vielleicht auch die Nichtbeachtung von den Problemen, die Jüdinnen und Juden in Deutschland erfahren, durch Antisemitismus, durch Anschläge, durch Bedrohung, beispielsweise durch Vandalismus. Wenn man das ignoriert, ist man in meinen Augen schon verantwortlich, sich zu fragen, warum ignoriert man das? Aber niemand steht Schlange in der jüdischen Community und wartet auf Umarmungen. Zwei Menschen, zwei Religionen, zwei ganz unterschiedliche Zugänge zum Glauben. Aber für beide ist die Religion ein wichtiger Bestandteil ihrer Identität. Igor Matwiez hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Blick auf die Juden zu verändern, der Opferperspektive etwas entgegenzusetzen. Für Samuel Koch wäre ein Leben ohne Glauben sinnlos. Mich hat überrascht, wie viel Kraft er daraus schöpft. Ich wüsste gar nicht, ob ich noch an welchem Punkt ich in meinem Leben wäre oder ob ich überhaupt noch da wäre ohne meinen Glauben. Und da sind wir bei diesem Erfahrbaren, was man so schwer greifen kann. Ich weiß nicht, wahrscheinlich kennst auch du, auch ohne Glauben oder mit einem anderen Glauben, sag ich mal so, Momente, in denen es einem kacke geht, in denen alles eklig ist. Ja. Und bei mir waren es ganz viele dieser Momente, wo ich keinen Plan mehr hatte vom Leben und auch zu Gott gesagt habe, also sehr viel gehadert und gezweifelt hat. Und für mich dann, ich nicht wusste, wo ich hier noch gehen soll, weil wenn alle Träume, alle Lebensvorstellungen zerplatzt und man keinen Sinn mehr im Leben sieht, war es für mich auch wieder eine logische Konsequenz, mich an Gott zu wenden. Ja. An den meiner Meinung nach Erfinder des Rückenmarks und warum er das meiner Meinung nach nicht so sinnvoll konstruiert hat. Und in solchen verzweifelten Momenten, die ich mich an Gott gewandt habe, ist in mir was, und das ist etwas jetzt, wie gesagt, was so schwer zu erklären ist, etwas entstanden, was mich trotz aller Verzweiflung zum Grinsen gebracht hat und zum Lachen und mir einen inneren Frieden geschenkt hat. Dankeschön fürs Teilen. Ja, danke auch fürs Teilen lassen. Danke fürs Zuschauen. Es gibt natürlich noch mehr Menschen, die ganz anders sind als ich. Wie behinderte Menschen aussortiert werden, seht ihr hier. Und die ganze Reihe gibt es hier.